Hallo meine lieben Fische, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Fische. Heute möchte ich gerne mit euch Juni 2022 die Monatslegung mit euch teilen. Fische, bedenke bitte, dass meine Legungen haben alle einen therapeutischen Hintergrund. Was für dich als bewusster Mensch nicht ganz definierbar ist, das heißt, du hörst den Klang meiner Stimme, du hörst die Worte, ja, du hörst das, was gerade in deinem Sein ankommt. Dein Unterbewusstsein empfängt aber meine Energien, meine Vibration, meine Frequenzen, um dir dabei zu helfen, Tag für Tag, Monat für Monat, wirklich Situationen, die noch ein bisschen unbewusst sind, aufzuarbeiten. Okay? Also lasse es einfach zu. Fühlt euch alle herzlich willkommen. Auch die Energien, die schon über 60, 70, 80 sind. Auch die ihr verwitwet seid. Beschützt das, was ihr lebt. Ja? Beschützt euch selber. Spürt die Kraft eurer Ahnen. Spürt wirklich, dass manchmal alleine sein gut und wichtig ist, um zu sich selber zu finden. Aber vergesst nicht, dass ihr nie alleine seid. Das ist die Message, die ich dir schon mal mit auf den Weg geben soll. Begleitet wirst du vor allen Dingen vom Skorpion und von Stier aus verschiedensten Gründen. Ach, alle, ich hab mal wieder die Karten verkehrt rum, ja? Der Eremit, das ist die Jungfrau. Power, das bin ich. Jungfrau, okay? In deiner Legung geht es darum, vor allen Dingen, denk dran, wir brauchen eine Zeit, um alleine zu sein, habe ich dir anfangs gesagt. Und der Eremit ist ein Eigenbrötler. Einer, der auch mal Ruhe braucht. Einer, der auch mal nachdenken darf. Jemand, der wirklich viel gelebt hat, viele Wege kennt, viele Möglichkeiten kennt, viel Klarheit in seinem Leben bekommen hat schon, ja, durch verschiedenste Erfahrungen, Menschen zurückgelassen hat, alles, was du möchtest. Aber der Eremit beschützt, was er liebt. Was liebt er? Sich selber. Was liebst du? Dich. Was liebst du noch? Deine Kinder, deinen Hund, deine Katze, deine Maus, ja, deinen Partner, deine Arbeit, was auch immer. Liebe das, was wirklich richtig und wichtig ist. Die Hauptenergie heißt, nachzudenken auf das, was auf dich zukommt gerade. Nachzudenken, was du wirklich im Leben schon geleistet hast, wie schön es ist. Drüber nachzudenken und zu erkennen, wie wertvoll es ist, eine Entscheidung aus der Ruhe herauszutreffen, eine Entscheidung aus der Lernaufgabe herauszutreffen, zu reflektionieren und zu erkennen, dass die Vergangenheit ein schönes Geschenk war oder ein schönes Geschenk ist. Aber im Hier und im Jetzt geht es darum, erfolgreich zu sein. Arbeit, Finanzen, Gesundheit, Beruf, Liebe, Stabilität, was möchtest du? Stier, Jungfrau Steinbock ist mit hier am Start. Die Münzen sind das Greifbare, die Finanzen, der Erfolg, die Möglichkeiten, alles, was du möchtest. Am 1. Juni starte schon durch. Nehme dir jetzt die Zeit zum Überlegen, zum Reifen, zum Wachsen, um dir bewusst zu werden, dass eine Introspektion, eine Reflexion, eine Ruhe wichtig ist, weil eine selbst aufgesetzte Gefangenschaft, zu viel Stress, zu viel Ängste, zu viel Sorgen, zu viele Geheimnisse können ein kleines Ungleichgewicht in dir hervorrufen. Was heißt das? Es geht darum, dass im Monat Juni sehe ich einen Fisch, der sehr aktiv ist. Ein Fisch, der aber auch sehr zurückhaltend ist. Ein Fisch, der eine Fischenergie, die versucht, hinter die Fassaden der Menschen zu blicken. Eine Fischenergie, die sich die Möglichkeit gibt, auch ihre eigenen Bedürfnisse zu kennen. Ja? Eine Fischenergie, wo wir sagen, du hast den Erfolg da, die Wertschätzung ist da, die Anerkennung ist da, die Lorbeeren sind da, greife nach ihnen, kehre nicht zurück. Am 9. kann es sein, dass du ein bisschen schwanken könntest. Ja, darf sein. Am 5. lässt du die Messer fallen. Ja? Das heißt, du sagst, es ist okay, Leute, macht, was ihr möchtet. Ich gehe jetzt einfach einen Gang zurück. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit für mich. Habe Mut, frei zu sein. Ein Stier ist in deiner Nähe oder deine Stierenergie. Das Temperament, wenn du Ausländer bist vielleicht auch. Ja, ich bin auch Ausländerkind und wir haben sehr viel Temperament. Wir haben Feuer, wir haben Leidenschaft, wir haben Liebe, alles, was ihr möchtet. Und ich finde es sehr schön, auch zu sagen, wovon darfst du dich befreien, Fische? Von Negativität, von Stress, von unehrlichen Menschen, von zu vielen Gedankenkarussell, von zu vielen Forderungen. Die Verantwortung kann im Monat Juni ein bisschen groß werden für dich. Du hast Pflichten, du hast Verantwortung. Ja, aber du hast auch ein Recht auf Leben. Aufpassen, dass dich niemand hintergeht. Im Monat Juni kann es sein, dass ein Hinterhalt auf dich zukommt. Bringe dich zum Ausdruck. Sei nicht nur die Energiefische, die jemanden hintergeht, auf gar keinen Fall. Rede mit deinem Partner, rede mit den Menschen in deiner Umgebung. Rede auch mit den Menschen, denen du reden darfst oder reden solltest, egal in welcher Hinsicht. Kläre Dinge. Erlaube dir wirklich auch, die Kraft der geistigen Welt anzugehen. Als Single haben wir hier, kommt jemand auf dich zu? Ja, aber nein. Es kommt jemand auf dich zu, aber ich sage nicht, dass es eine Partnerschaft bleibt.
oder wird, okay? Es kann jemand sein, der schon verheiratet ist, jemand, der älter ist, jemand, der sehr attraktiv ist, ja, der dich bezirzen wird, ja. Aber ich sehe jetzt nicht, dass in der heutigen Energie im Monat Juni, es sei denn, du endest deine Bereitschaft, ja, jemand wirklich auch bleiben wird. Nein, es wird eher mehr so ein, wir gucken mal, wo der Flow uns hinführt. Die Partnerschaften, es gibt einige Geheimnisse zu klären. Es kann vielleicht sein, dass ihr euch ein bisschen distanziert. Es kann auch sein, dass du einfach ein bisschen mehr Ruhe brauchst von der Partnerschaft, weil etwas aus der Vergangenheit dich einholt. Stier, Jungfrau, Steinbock. Ja, denk dran. Es kann sein, dass die Energie von Steinbock und Stier vor allen Dingen dich einholen wird aus der Vergangenheit, was du prozessieren darfst, obwohl du schon in einem tollen Entwicklungsprozess bist, aber trotzdem kann es sein, dass dich hier irgendwas aus der Bahn wirft. Wie viele Kelche hast du voll? Wie ist dein emotionales Empfinden wirklich? Wie ist deine Arbeitsenergie? Wie viel Energie gibst du wo hinein? Ja? Wie gehst du mit deinen Kindern um, mit deinen Haustieren um? Wie viel Einsatz gibst du wirklich in einen Wohlstand, in ein Wohlbefinden? Also spürst du die Kraft deiner Ahnen in deinem Blut? Spürst du die geistige Welt? Spürst du den Mut? Spürst du die Liebe? Spürst du die Verantwortung? Spürst du das? Wenn du es spürst, erkenne darin einen Sinn und gehe diesen Weg der Erkenntnis weiter. Wie lernen wir uns kennen? Indem wir uns mit uns selber beschäftigen. Das ist der richtige Weg, auch die ganze Konzentration, die ganze Stärke, die ganzen Verwirklichen unserer Träume, unserer Ziele anzugehen, umzusetzen, indem wir uns mit uns selber verbinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also wir haben am 2., am 1. und am 2. geht es super klasse her. Ja, Erfolg, Glück, alles, was du möchtest, bewusst und unbewusster Natur. Am 4. Ne, haben wir so ein bisschen ein Kennenlernen mit irgendjemandem, ein Anecken vielleicht auch mit irgendjemandem. Der 3. bringt dir nochmal das ganze Herzschmerz, diese ganzen Bazillen, die hier drinnen sind, die du nicht loslassen möchtest, bewusst und unbewusst, denk dran. Nochmal raus, stagniere nicht, gehe die Kreuzung an, ja, an der du stehen bleiben wirst. Überlege mal, schaue nochmal klar in dich hinein. Denk dran, der Eremit ist die weise Person, die erst nachdenkt, die erst überlegt und dann handelt. Okay? Wir haben nämlich die Stagnation, die Mitte des Monats kommen kann, kommen wird für einige von euch ab dem 12., wo es darum geht, schau in dich hinein. Finanzen werden erfolgreich werden, werden besser werden. Hau das Geld auf den Putz, gönn dir ein neues Auto, gönn dir eine neue Limonade, gönn dir einen Rock, gönn dir eine Kasten Bier von mir aus, gönn dir ein schönes Essen, gönn dir was auch immer du dir gönnen möchtest. Deine Seele bedarf es, sie möchte es, sie braucht es. Zieh dir schicke Klamotten an, wenn du darauf Bock hast oder mach im Gammel-Look, was auch immer möchtest. Deine Seele, dein Herz, dein Sein, dein Körper braucht gerade eine krasse Veränderung im Monat Juni, die ich absolut toll finde. Ja, also Singles, denkt dran. Und auch die Paare, es kann eine große Herausforderung werden durch verschiedensten Sachen. Ja, Altersunterschiede, Vaterthema vor allen Dingen. Was ist mit dem Vater? Was ist mit meinem Vater? Was ist mit meinem Mann? Ja, ist mein Mann der richtige Partner, um Vater zu sein? Oder wie ist das Verhältnis von meinen Kindern zu meinem Mann jetzt, der Vater ist? Also das Vaterthema, die Autorität, die Ordnung wird hier echt markiert sein. Skorpion, Widder, Stier, Jungfrau, Steinbock, ganz krass. Aber die Jungfrau ist die, die dich immer wieder erden wird, die immer wieder sagt, bleibe in deiner Mitte, wir finden den richtigen Weg, mach dir keine Gedanken. Ja, alles wird gut werden, aber wir dürfen auch Hand in Hand einfach das beschützen, was wir lieben. Und wir beschützen uns einfach selber, weil wir uns selber an erster Stelle immer stellen dürfen, weil wir uns an erster Stelle auch immer erst lieben dürfen. Und danach kommen alle anderen. Ja? Also geh zum Arzt, um deine physischen Geschichten zu untersuchen, zu heilen, physisch, psychisch vor allen Dingen. Ja? Mach eine Reha, hier gibt es Rehabilitationen, hier gibt es Reisen, Urlaube, alles was du möchtest, ja, ist dabei, aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, beschütze, was du liebst, spüre wirklich die Kraft deines Blutes, woher du kommst, wer du wirklich bist, erkenne den Sinn deines Lebens, okay, und greife nach dem Großen, nach dem Glorreichen, sei authentisch, sei ehrlich, sei bereit, aber nimm dir auch die Zeit, zurückzuschrauben, auch die Zeit, in dich zu kehren und auch die Zeit, weise und kluge Entscheidungen zu treffen. Bumba, Fische, unglaublich schön. Ja, Fische, die Zahl 5, die 6, die 9, die 18, 25, 35, 38, 10, die 6, die 4 und die 31 und die 68, die 57 können auch von Bedeutung sein und die 41. Aufpassen, dass du kein Gefangener wirst deiner eigenen Einsamkeit, deiner eigenen Unbeholfenheit. Aufpassen, dass dich andere Menschen nicht sabotieren. Aufpassen, ja, dass du nicht in dein Unterbewusstsein keine Aufmerksamkeiten steckst, das heißt, dein Unterbewusstsein kriegt von mir eine doppelte Energie, gerade Bumba, ja, dich in Frieden zu lassen, aufzuwachen, Bumba, nochmal einen rein,
Also achte auch du darauf, dass du merkst oder darauf achtest, wann reagiere ich bewusst, wann reagiere ich unbewusst. Was sind die Alarmzeichen, das Unterbewusstsein zu erkennen? Darüber werde ich nochmal ein Video machen. Okay? Leute, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Ja, Wohlstand ist in Sicht, Finanzen, ne? Wie gesagt, werden aufgestockt werden. Es gibt viele tolle Ereignisse, Festlichkeiten, Geburten haben wir hier. Wir haben hier vor allen Dingen die Heilung, die Regeneration, wir haben die Heiler, wir haben die Spiritualität, wir haben die Belohnung für deinen erfolgreichen Wandelprozess. Also wir haben sehr viele tolle Sachen hier, aber es bedarf, die Geheimnisse an den Start zu lassen, es bedarf, sich selber auch an erster Stelle zu stellen und es bedarf auch den Mut zu haben, frei zu sein. Ab nach vorne. K-F-V-S-G-R-L-J-Z-C und das H. Passe die Buchstaben an, auf Name, Kosenamen, Initialen, was auch immer, okay, die von Bedeutung sein könnten. Wenn nicht, lass es ziehen, Fische, gehe es an, erkenne den Sinn des Lebens, nutze auch die Zeit des Rückzuges, nutze auch die Zeit, alleine mal zu sein, nutze auch mal die Zeit, nichts mit deinem Partner zu machen, nichts mit deinen Kollegen zu machen, sondern du findest dich gerade auf einem Lebensweg, der unglaublich wichtig ist, dich als Mensch zu erkennen und deine Mission zu verwirklichen. Ab nach vorne. Fische, alles erdenkliche Liebe. Fühl dich herzlich gedrückt, geknutscht, geknuddelt. Ja, sonntags 19 Uhr Live-Chat hier bei YouTube. Private Legen, zielorientierte Therapie. Schreib mich an. Ich habe noch vereinzelte Termine für Juni jetzt wieder frei. Ja, also schreib mich an, auch in den Kommentaren. Hinterlass deinen Kommentar hinter jedem Video. Ich antworte dir zeitnah auf diese Bedürfnisse, auf das, was auch immer du im Kommentar auf eine respektvolle Ebene hinterlässt, werde ich dir zeitnah antworten. Weil dein Anliegen ist mir genauso wichtig wie dir auch. Okay, Fische, also alles Liebe, dickes Herz von mir und bye.